Wobei einige die Hilfsgelder gar nicht brauchen würden, kritisieren Wirtschaftsforscher vom linken Momentum-Institut. Es gibt auch beispielsweise den Bereich Möbel, Elektro, Baumärkte. Der hat 5% sogar mehr verdient als im Vorjahr. Da frage ich mich, warum dieser Bereich, wo hier kein Schaden entstanden ist, trotzdem einen Umsatzersatz bekommen soll. Den Finanzminister und damit alle Steuerzahler kommen die Hilfen jedenfalls teuer. Im Finanzministerium rechnet man mit 3 Milliarden Euro. Andere erwarten sogar noch höhere Kosten. Wir rechnen damit, dass es mindestens 5 Milliarden, wenn nicht einige Milliarden mehr kosten wird. Das muss natürlich zurückgezahlt werden. Und nach unserem derzeitigen Steuersystem glaube ich nicht, dass die, die das Geld jetzt bekommen, dieses auch zurückzahlen werden, weil wir eben eine relativ niedrige Unternehmenssteuer haben in Österreich und weil wir auch sonst wenig Vermögensteuer haben.